Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn Rockstar Games hat offiziell jetzt neue GTA Online DLCs angekündigt und außerdem habe ich heute einen womöglichen ersten Hinweis auf das neue Update. Video geht los, viel Spaß dabei! Ja, Freunde, was geht ab? Heute geht es mal wieder um richtig nice Nachrichten in Bezug auf GTA Online. Denn Rockstar Games hat vor kurzem ein neues GTA Online DLC angekündigt bzw. bestätigt. Doch das ist noch lange nicht alles, denn außerdem habe ich heute auch noch einen Hinweis von Rockstar Games, worum es im DLC eventuell gehen könnte. Wenn dir dieses Newsvideo heute auch gefällt und du gerne in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch sehr gerne diesen Kanal, weil ich halt jeden Tag ein neues Video zu GTA Online hochlade. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, lass uns direkt mal mit dem Video anfangen. Also, fangen wir mal chronologisch ganz vorne an. Denn am 5. Februar hat sich Rockstar Games nämlich in Form eines Newswire-Artikels bei der Community für das krasse Jahr 2020 bedankt. Wenn euch die warmen Worte von Rockstar Games interessieren, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich euch nämlich den Artikel verlinkt. Wirklich wichtig wird es aber ohnehin erst in der Mitte und da springen wir jetzt direkt mal hin. Denn dort werden uns erstmal zwei Geschenke gemacht. Denn wenn ihr euch noch bis zum 12. Februar 2021 in GTA anmeldet bzw. GTA Online spielt, dann bekommt ihr eine Rockstar-Kappe und das Rockstar Rolling T-Shirt. Diese beiden Geschenke werden dann in der nächsten Woche automatisch zu eurer Garderobe hinzugefügt. Ganz am Ende schreibt Rockstar Games dann aber folgendes: Neuigkeiten zu spannenden zukünftigen Updates für beide Spiele in diesem Jahr, wie etwa neue Verdienstmöglichkeiten für Einzelspieler in Red Dead Online, gibt es demnächst. Haltet außerdem Ausschau nach weiteren Events in nächster Zeit, bei denen ihr neue Ausrüstung, Bonus GTA-Dollar und ein kostenloses Fahrzeug in GTA Online abbauen könnt. Na, das klingt doch schon mal super, denn Rockstar Games schreibt ja selbst: Neuigkeiten zu einem neuen GTA Online Update gibt es demnächst. Hiermit wurde also offiziell ein neues GTA Online DLC bestätigt. Klar, man muss ja natürlich auch sagen, das war absolut logisch, dass ein neues DLC kommt. Natürlich nur aus dieser News ein Video machen, das wäre ein bisschen dünn und mit dieser News sind auch viele von euch wahrscheinlich nicht zufrieden, aber deswegen seid ihr ja hier bei Slack und deswegen wird es gleich noch ein bisschen konkreter. Denn vorgestern, am 8. Februar, hat Rockstar Games wieder einen neuen Newswire-Artikel rausgehauen und in diesem Artikel geht es dann im Detail um zwei Modemarken aus der echten Welt, welches nun auch in GTA Online gibt. Denn ihr wisst es bestimmt, in GTA 5 gibt es eigentlich nie eine echte Marke, sondern nur Parodien. Aber nun gibt es halt zwei Modemarken in GTA Online, welche es genauso auch in echt gibt. Und ganz am Ende des Artikels, also wirklich literally bei den letzten zwei Wörtern, wird es interessant. Denn Rockstar Games schreibt: Haltet nach diesen Kooperationen Ausschau, wenn ihr bei eurem nächsten Besuch bei Panzombies oder Dida Sachs nach Ausrüstung sucht. Boah, ja danke Slack, jetzt weiß ich ja zu 100%, worum es im neuen DLC geht. Das sind ja richtig fette DLC-News. Danke Mann, dafür habe ich dich abonniert. Ja, ob es glaubt oder nicht, aber hier war ein kleiner Fehler drin oder halt ein Hinweis. Denn entweder kennt sich Rockstar Games nicht mit ihrem eigenen Spiel aus oder sie geben hier einen kleinen Hinweis auf das zukünftige GTA Online DLC. Denn folgendes: Ihr denkt euch jetzt vielleicht noch so, ja Digga, wo ist überhaupt dein Problem? Wo ist denn da ein DLC-Hinweis? Das ist doch überhaupt kein Hinweis auf irgendwas. Das sind einfach nur zwei Kleidungsgeschäfte. Ja, aber das Ding ist, Dida Sachs gibt es nicht in GTA Online. Beziehungsweise gibt es zwar die Marke, aber es gibt kein einziges Geschäft in Los Santos, welches wir betreten können. Und Rockstar Games hat ja gesagt, wenn ihr das nächste Mal in einem Kleidungsgeschäft wie Panzombies oder Dida Sachs seid, schaut nach unseren coolen Shirts. Ja, aber das Problem ist ja, Dida Sachs gibt es überhaupt nicht. Und ihr seht es auch im Hintergrund, ich war bei jedem einzelnen Kleidungsgeschäft, welches wir in GTA Online betreten können, aber keines davon war Dida Sachs. Es ist also absolut unmöglich, bei Dida Sachs die Augen offen zu halten, denn Dida Sachs gibt es nicht. Also was glaubt ihr wohl? Hat hier der Autor einfach keine Ahnung vom Spiel gehabt und deswegen einen Laden genannt, den es gar nicht im Spiel gibt? Oder möchte uns Rockstar Games hier vielleicht ein neues Update anteasern? Denn das Ding ist auch, wenn man sich aktuell in GTA Online umschaut oder einfach mal die Augen nach Dida Sachs offen hält, dann stellt man fest, dass man an der Mall das Logo von Dida Sachs sehen kann. Und auch sonst gibt es noch mehrere Dida Sachs Filialen in Los Santos verteilt. Vielleicht bekommen wir also im Frühling oder auch mal im Sommer ein kleines Kleidungs-DLC, beziehungsweise ein DLC, was ein bisschen aufs Kaufen und Konsumieren ausgelegt ist. Denn das Ding ist ja auch, GTA Online ist heute irgendwie in die Jahre gekommen. Zum Beispiel unser Handy, was wir in GTA haben. Das ist, glaube ich, ein iPhone 5, das ist, glaube ich, 2015 rausgekommen oder so. Also vor 6 Jahren, es ist einfach absolut veraltet. Das heißt, in diesem DLC könnte man zum Beispiel mal ein neues Handy bekommen. Oder man könnte vielleicht auch Dida Sachs bekommen oder gleich die ganze Mall in der Innenstadt. Dann hätte man vielleicht ein riesengroßes neues Shopping-Center, wo man sich viele neue Sachen kaufen könnte. Oder man könnte dann zum Beispiel endlich mal zu Clucking Bell gehen. Aber Freunde, das ist definitiv noch Zukunftsmusik und Wunschdenken, denn zum genauen Inhalt hat Rockstar Games noch keine Angaben gemacht. Gut, Freunde, aber alles in allem war es das jetzt auch mit dem neuen Video. Wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Was glaubst du denn, wird wohl im nächsten GTA Online-Update alles passieren? Und war das vielleicht Absicht mit Dida Sachs oder war es vielleicht
nur ein Fehler, hat sich der Praktikant einfach nicht genug mit GTA Online ausgekannt und deswegen einfach mal irgendein Wort dahin geschrieben, in der Hoffnung, dass das schon keiner merkt. Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video. Bis wir uns jetzt als wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.